Hallo liebe Paddler, ich bin Roman vom Waldmeister und ich zeige euch heute, wie man ein Kanu lernt. Wir sind hier in der Amper an der Anstiegsstelle in Grafrath. Es geht hier um die Stechpaddeltechnik. Das Stechpaddel wird so gegriffen, dass ihr mit der Hand oben den Knauf umschließt wie bei einem Korkenzieher. Beim Sitzen nehmt ihr eine Seite zum Paddeln und zum Steuern und die andere Person muss dann auf der gegenüberliegenden Seite paddeln. Ihr, wenn ihr hinten sitzt, lenkt ihr das Boot und nehmt die Seite, die euch besser passt. Jetzt zur Technik. Vorwärts fahren. Ihr stecht ein, möglichst gerade, zieht am Boot entlang und drückt dann am Ende mit dem Paddelblatt nach außen. Das ist nach vorwärts. Dann nach rechts und nach links. Will ich, dass das Boot von meiner Seite weggeht, in dem Fall nach links fahren, steche ich vorne ein und ziehe das Paddel in einen Bogen nach hinten. Das ist der Bogenschlag vorwärts. Will ich, dass das Boot in die überliegende Richtung geht, andere Richtung, dann drücke ich hinten rein und drücke quasi das Paddel gegen die Flussrichtung nach vorne, in einem Bogen. In dem Fall würde dann das Boot nach rechts abgehen. Das war's und viel Spaß beim Paddeln.